Die Widmung des Bahnhofsplatzes als Joachim-Gießner-Platz und die Enthüllung des Gedenksteins für diesen Esperanto-Pionier. Ja, aber jetzt zum eigentlichen Thema. Wir wollen diesen Bahnhofsvorplatz einerseits zum Joachim-Gießner-Weg machen und den Platz, auf dem sich die Damen und Herren hier befinden, zum Esperanto-Platz offiziell benennen. Das haben wir im Rat so beschlossen, weil der Rat, und das ist das Schöne, immer einstimmig so etwas macht. Wir haben erkannt, wie gut das ist, und deshalb wollen wir das Ganze auch offiziell machen. Ich muss für die Neuen nochmal sagen, Joachim Gießner war hier der Bahnhofsvorsteher. Sie können sich gar nicht vorstellen, dass dieser Bahnhof damals Arbeitgeber für weit über 100 Menschen war. 700 Menschen nur in Herzberg? Ja. Das hätte ich jetzt gar nicht geglaubt. Na gut. Einschließlich Hattorf bis Weichenried. Wahnsinn. Aber wie gesagt, viele hundert Menschen. Die Technik macht nun mal einiges möglich. Elektronische Stellgleich werden Sie ja bald sehen. Werden wieder Arbeitsplätze abgebaut. Aber gut, so ist das nun mal. Viele hundert Menschen und Joachim Gießner hat hier Herzberg ins Leben, in Herzberg Esperanto ins Leben gerufen. Ohne ihn gäbe es diese Sprache in dieser Form in Herzberg nicht. Ich selbst habe ihn noch kennengelernt, als wir 25 Jahre Esperanto gefeiert haben und beschlossen. Er ist nun leider vor einigen Jahren gestorben und wäre nächstes Jahr 100 Jahre alt geworden. Und ihm zu gedenken, wollen wir heute diesen Weg offiziell eröffnen und auch den Stein eröffnen. Gleich freimachen, Esperanto-Platz. Ich darf Ihnen noch mal sagen, zu unserem Bahnhof, kommen Sie bitte 2014 wieder. Im nächsten Jahr wird das Land Niedersachsen über 2,5 Millionen hier verbaut haben. Wir werden jetzt barrierefrei, so heißt das, also behindertengerecht, von der einen Seite des Gleises mit Lift runterkommen, auf der anderen Seite wieder hochkommen. Wir werden den Bahnhof, den Bahnsteig anheben. Es wird ein ganz moderner Bahnhof, denn dieser Bahnhof wird noch sehr, sehr gut genutzt. Nicht nur an Tagen wie heute, sondern auch sonst gut genutzt. Und unser Schlossbahnhof, das haben wir vor wenigen Wochen erst gehört, wird ebenfalls erneuert. Da wird auch nochmal 500.000 investiert. Und dieser Bahnhofshaltepunkt, Schlossbahnhof, wird ebenfalls dann auf einen modernen Stand gebracht. Also Sie sehen, Herzberg lebt, hier tut sich etwas. Und Sie arbeiten alle mit daran. Ja, jetzt darf ich nochmal Herrn Silber bitten, einige wenige Sätze zu sagen auf Esperanto, denn nicht alle verstehen Deutsch, um das zu übersetzen. Wenn ich das jetzt machen würde, würde es zu lange dauern. Danke erst nochmal. Wir provas Ihrem Resumi, Tion Kion, Jan, Dire Signoro, weiter, la Obestro, der Herzberg, Esperanto, Urbo, Alvi, Doni, Dre, Joyas, Kevivenis, Eforai, Landoi, Odiaus, das Belega, Tago, Iom, Parolis, Pri, Joachim Gießner. Kio estes citie stati dom estro in aseste kai kai septe kai jaro de la lasta jacento, cetere tie sub la subtegmentejo estes la instruus chambro de la stati domo kie ni lernis esperanto tie estes quasi la comenzo de tre vicla gruppo kai mi tre joyas ke venes homo et iom da landoi kai mi mem parolas in esperanto exemplo hodiaŭ kun homo el Bulgario kai Rumanio. Kai post kelkaj minutoj ni volas inauguri la novan ŝtonon pri Esperanto-placo en Herzberg kaj tiu ĉi strato ricevos la nomon Joachim Gießner Vojo. Do tio okazos post kelkaj minutoj kaj ni dankas al urbestro Walter kaj al vi, al la gastoj, kaj belan tagon al vi. Danke. Langsam. Signore Presidente. Seriosa laborado, kai ia mi pos al tingi multe pli, kai ni tre joyas, fritiu bella storno, kai ni devas danki al Signoro Riedel. Ist der Riedel da? Steinmetzmeister Riedel, der hat auch ein schönes Logo gemacht,
Er hat eine ganze Woche überlegt, wie kann ich das für Herzberg besonders schön machen. Das ist meine Heimatstadt. Und er hat ein sehr schönes Logo mit dem Herzberg-Logo und dem Esperanto-Symbol verbunden. Dos Senioro Riedel Longe Pripensis. Danke. Wie pensas calivere tre belle fares tre bellan lugo on pot io ci be vostro. Danko. Permesso che mi nur aldono che il presidente della Germana Esperantisto e Fervisto Kenny tre fieras prinia antaulo antaua presidente Joachim Giesner kai Kenny Jan Travivas Jan Kelkboje en via urbo. Ja, ich filme hier für meinen YouTube Channel. Kannst du es bitte aufhören mich anzufassen? Kai Angola Memor Capon de Zamenhof. Die ist das Tre Contenta Kai Pierre Sprila Esperanto Urbo Kai Sprila Esperanto Grupo de Herzberg. Dankon alla Urbo Kai Alcio Civitano Kiri Castenas La Agadon Chitier. Danke. Danke auch als Signorino Samurai. Sie ist das La Presidentino de la Bahn Sozial Organisation de Kosovo. Sie wird es in Frankfurt. Spenden Sie Speckwursti. Boris Gonczorek, Sparkasse Osterode, Bankleitzahl 263 510 15, Kontonummer 16 000 6441.